Guten Morgen, liebe Trader und herzlich willkommen hier zum Webinar am Freitag nach einer wahren Polterei am gestrigen Handelstag. Erst die Märkte Gerade bei den Indizes am Morgen schön nach oben gelaufen. Wir gehen danach aber noch ins Detail. Dann kam Donald Trump mit einer klassischen Ansage zu dem Thema Handelsstreitigkeiten in China, neue Zölle im Rahmen von 300 Milliarden äh, auf die restlichen Waren, die so aus China nach den USA importiert werden, mit 10% ab September. Hervorragend. Krach ging es dann ordentlich nach unten. Ich bin mir sicher, der ein oder andere, der hier zuschaut, war auch dabei gestern abend im webinar mit dem orkan hier und dem dirk die konnten das ganze auch gleich live nutzen also ordentlich action hier im stereo trader ja das war gestern wir schauen heute auf wti wir schauen auf us dollar hongkong dollar und austral dollar Cannes-Dollar, allen die hier zuschauen natürlich auch erst einmal einen wunderschönen guten morgen detlef elena norbert und alle sind natürlich eingeladen hier und heute wieder die Chance zu nutzen, gleich in die Chats die ein oder andere Wunschmarktidee einzutragen. Und ich gehe gerne auch darauf ein. Und dann gibt es natürlich freitags immer noch den großen Rundumschlag. Das heißt, wir blicken auf die Nachrichten der aktuellen Woche. Wir schauen, was nächste Woche auf uns zukommt von den Nachrichten her. Und wir haben dann natürlich noch die großen Indizes. Wir gehen viele Indizes durch. Es sind ja einige, die wir haben. Da hat sich viel getan, äh, auch im Rahmen der Fettsitzung dieser Woche. Deswegen der große Umschwung. Und damit an dieser Stelle natürlich die Zeit, heute am Freitag mal tief und weit in die Materie einzutauschen. Und auch genügend Zeit hier Wunschmärkte mit zu klären. Bevor wir ins Webinar reingehen, natürlich wie immer der Risikohinweis, den bitte ich an dieser, Gen an dieser Stelle auch in Gänze mit zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und diejenigen von Ihnen, ähm, das habe ich neulich gesagt bekommen, hier ist ein Fehler in der Grafik drinnen. Ja, das ist richtig. Ähm, hier mit Punkt auf, mit dem Blick auf, den, auf das Thema 70% Prozent von Privatanlegern, and um Das ist natürlich ein wichtiger Fakt. Da weisen wir natürlich immer darauf hin. Und die Grafik hier drüben hat noch einen Fehler. Der wird aber bald behoben. Und damit ist das alles auch wieder in Ordnung. Also, das danke für den kleinen Hinweis. Das geht an dieser Stelle so auch weiter. Schauen wir mit den Tagesnachrichten hier in die Handelsvorbereitung für den heutigen Tag mit rein. Wir haben es hier auf der Liste heute wieder viel aus den USA. Eine Kleinigkeit an dieser Stelle aus Großbritannien. Und zwar hier den Einkaufsmen. Manager Index um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr bekommen wir aus der Eurozone die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juni. Und dann geht es am Nachmittag hier in den USA wichtigerweise um das Thema Arbeitslosenquote. Wir bekommen sozusagen hier und heute die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitslosenquote, Beschäftigungen. Äh, all diese Dinge bekommen wir um 14.30 Uhr geliefert. Da werden wir sehen, wie gut es dem Arbeitsmarkt geht. Dann am weiteren Verlauf am Nachmittag den Auftragseingang. Für den Monat Juni von der Uni Michigan bekommen wir die Konsumentenerwartungen. Und das Verbrauchervertrauen auch um 16 Uhr und dann am späten Abend, wenn hier in Deutschland viele Bücher schon geschlossen sind, um 21.30 Uhr. Da gibt es die COT Reports, wie immer, klassisch zum Wochenausgang. Das Ganze, also die Tagesplanung. Guten Morgen, Lutz und Ronny. Danke für die Grüße. Machen wir hier weiter mit dem Blick in die Charts, weil das ist ja das, was uns interessiert und das, was vor uns liegt zum Laufen. Wir starten mal mit einem Währungspaar US-Dollar, Hongkong-Dollar. Ich muss sagen, mir persönlich hat das Währungspaar in der Vergangenheit schon immer mal ein bisschen Freude gemacht. Und zwar, ich zoome mal kurz zusammen mit der Tatsache, die wir hier gesehen haben. Im Kleinen müssen wir gar nicht tief ins Detail gehen. Schaut euch das mal an. Wir hatten hier oben Ewigkeit immer einen Boden drinnen und regelmäßig ist der Markt nach unten abgeprallt. Hier hat man schön gesehen, hier drüben wieder schön gesehen. Alles richtig genial. Jetzt ist allerdings was passiert. Das gab es schon eine ganze Weile nicht. Da müssen wir jetzt aber allerdings reinzoomen. Hier an dieser Stelle, wir sehen hier oben wieder den Top-Bereich um die Marke von knapp 784, 800. Da oben, das war der letzte Top-Bereich, auch wirklich hier oben drinnen alles wie am Schnürchen gezogen, aber der Abprall hat danach schön zur Entstehung eines Abwärtstrends geführt. Das ging schön nach unten, das ist die Historie sozusagen. Was jetzt allerdings passiert ist, ist sehr sehr spannend und zwar wir hatten das Tief hier unten gefunden, wann war es genau gewesen? Am 7., nein, am 4.7. Hier an dieser Stelle schön nach oben gelaufen. Hervorragend, in hervorragender Manier das Ganze rausgenommen hier. Der Abwärtstrend ist hier überschritten worden, das Korrektur hoch. Heißt also, mit dem Abwärtstrend ist erstmal irgendwas nicht in Ordnung. Danach Gegenbewegung, übrigens hier eine schöne bullische Flagge. Ausbruch nach oben. Erstmal jetzt hier Abprall von diesem Hoch. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wieder unbedingt in den Keller gehen müssen, sondern es kann genauso gut sein. Dass hier etwas passiert, was sehr häufig an den Märkten passiert, so ein kleines Durchatmen vor dem Schub nach oben. Wenn es der Markt tatsächlich drüber schafft, dann haben wir hier oben an diesem Korrekturhoch bei 7,83,438 schon den nächsten Anlaufpunkt. Und wenn wir das Ganze mal etwas in der Historie noch anschauen, wenn wir hier tatsächlich den Aufwärtstrand gebildet bekommen, der hat dann das Potenzial nach oben zu laufen. Nächster Anlaufpunkt zwischendrin wäre dann hier dieses Korrekturhoch um die Marke von 84, 447. Ich klemm da mal ein Preisschild dran. Also hier oben dieses Hoch in etwa. Das trifft jetzt nicht genau äh, den Punkt hier oben, aber ich denke, es verdeutlicht, worauf ich hinaus möchte. Und das Ganze ist natürlich dann interessant zu sehen, auch für den weiteren Verlauf, denn das ist hier der Posten, den es innezuhalten zu halten gilt auf dem Weg nach oben. Also da haben wir Drehpunkt nach oben hin, hier an dieser Stelle, also hier das Hoch, das können wir rausnehmen und dann haben wir schon. Wieder hier oben diesen großen Widerstand mit drinnen liegen und der ist natürlich auch ganz klar im Rahmen zu behalten für die Handelsidee auf die Oberseite nach unten hin. Muss man natürlich auch immer ein bisschen gewappnet sein, weil es kann ja natürlich sein, dass dieser, dieser Anstoß hier oben auch einen nachhaltigen Schub nach unten bringt. Wir sehen hier momentan aufkommende Stärke. Das wäre also wieder sehr, sehr positiv. Aber es ist halt dann nicht mehr so positiv, wenn wir hier tatsächlich unter um das Tagestief von heute fallen. Das haben wir gehabt bei, äh, bei 7,81. 6,72 und der nächste Anlaufpunkt nach unten wäre dann hier die 7,81357 auf dem Weg hier unten zum Zwischentief bei 7,8120 und wie immer hilft uns bei der Einschätzung der Lage so ein bisschen der Blick in die kleineren Zeiteinheiten, das heißt hier in die Stunde und hier sehen wir es halt, dass der Markt hier schön nach unten getrendet ist und jetzt kommt es halt darauf an, dass er hier den Schub nach oben schafft. Und im Kleinen anfängt den Aufwärtstrand zu bilden. Das wäre dann tatsächlich das Szenario, was uns der Markt anzeigt. Ich möchte gerne nach oben. Soweit hier für das Währungspaar US-Dollar-Hongkong-Dollar. Wir bleiben gleich mal noch bei den Währungen. Übrigens habe ich hier auch eine Anfrage bekommen. US-Dollar-Schweizer-Franken. Wir gucken uns das Ganze natürlich charttechnisch gleich mal noch mit an. Zuvor allerdings australdollar dollar blicken wir hier gleich mal auf den Chart mit drauf. Hier das Ganze sehr sehr schön zu sehen, dass der Markt wieder stark nach unten gelaufen ist. Wir hatten das Währungspaar Australdollar-Kandollar ja schon mal im Fokus gehabt. Äh, zunächst hat der Markt ja hier einen ganz kleinen Aufwärtstrend gebildet, der dann dazu geführt hat hier. In dieser, wenn man es mal Bewegung betrachtet, diesen Abwärtstrend zu brechen. Er kam dann tief zurück und hier haben wir schon geschaut, hoppala, was passiert jetzt? Wird dieser kleine Trend, so also diese kleine Unterstützung hier unten gebrochen? Dann haben wir hier die Gefahr, dass der Markt tatsächlich weiter runter geht und wieder in Richtung des alten Abwärtstrends läuft. Ne? Wir haben jetzt hier noch keinen neuen Trend auf Tagesbasis, aber wir haben aktuell eine Wiederaufnahme. Dieser übergeordneten Chart-Situation. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir wirklich sehr, sehr weit nach unten auch gelaufen sind. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier mittlerweile nicht nur einmal diesen Tiefpunkt hier, den wir hier drüben hatten, angetestet. Nein, wir sind jetzt wirklich definitiv drunter gefallen und wir haben oft genug unten drunter geschlossen. Ähm, heißt also, dieses Level ist mal definitiv auch rausgenommen, also dieses Tiefe drüben, was wir hier hatten. Jetzt allerdings interessant zu sehen ist, was jetzt kommt, weil wir haben ja eine schöne Überdehnung hier in dieser lang gelaufenen Bewegung. Wir haben ja jetzt hier viele, viele Handelstage gehabt, ohne dass der Markt mal sichtlich einen Tag durchgeschnauft hat. Jetzt scheinen wir so einen Tag zu bekommen, wo es mal ein bisschen nach oben geht. Und wenn wir das in Nachhaltigkeit bekommen, dann haben wir erstmal nach oben hin ein bisschen Potenzial. Zunächst mal wenigstens bis zum Widerstand hier an diesem Ausbruch. Level um die Marke von 0,90723. Darüber hinaus kann es dann natürlich auch noch deutlich raufwärts gehen. Es kommt halt immer darauf an, was der Markt auch so eine Umkehr macht. Anlaufpunkte sehen wir dann auch wieder schön im Verlauf des Stundencharts bis hier hoch äh, um diese Marke. Muss man sehen, was kommt. Chancen haben wir und die Stunde zeigt uns hier auch ganz klar den Fahrplan, wenn man das mal so anschaut, durch diese starke Schübe in der letzten Tage, hier gerade dieser starke Move nach unten, der macht es natürlich immer ein bisschen tricky zu sehen, okay, wenn ich jetzt nur die Stunde rannehme, wann trendet das Ganze denn nach oben, weil wir haben ja hier diesen starken Move nach unten, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier einen Markt, der tatsächlich hoch will und dieses Level, was wir jetzt hier oben drauf sehen, das ist mal ein, ein Widerstandsbereich. Das muss ich mal ganz kurz von der Farbe her noch ändern. Und dieser Widerstandsbereich, der kommt halt aus den untergeordneten oder ist in den untergeordneten Verläufen sehr, sehr gut sichtbar. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise mal kurz in die 15 Minuten reingehen, dann sehen wir es, ja, diese Marke hier oben, dieser Bereich, das war halt hier ein Bereich, der war hier mal ein kleiner in diesem Schub nach unten ein kleiner Anhaltspunkt, wo die Märkte hochkorrigiert haben, dann runtergedreht sind. Und jetzt, und das ist ja das Schöne, was wir hier sehen, wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, wir haben hier einen Markt, der mittlerweile als Korrektur zu dem starken Schub, was jetzt von oben nach unten kam, als Korrektur läuft und deswegen hier an dieser Stelle nach oben. Und wenn sich hier tatsächlich der kleine Aufwärtstrend bildet, dann haben wir tatsächlich die Karten auf dem Tisch für einen Lauf auf die Oberseite. Das heißt, an dieser Stelle können wir gut und gerne davon ausgehen, dass wir dann schön nach oben trenden. Und das ist natürlich dann genau das, was wir in der Stunde hier auch sehen wollen. Bildet es in der Stunde ein kleiner Aufwärtstrend, der das Potenzial hat, nach oben zu laufen. Und das, wie schon gesagt, und wo gemerkt Zunächst erstmal hier in diesen Widerstandsbereich hinein an dieser Stelle, also hier hinein. Und wenn er es tatsächlich drüber schafft, dann schauen wir, haben wir gute Anlaufbereiche, beispielsweise hier die 099, äh, entschuldigt, die 090 954 oder auch hier oben dieses Korrekt dieser Korrekturbereich bei 091522. Diese beiden hier liegen auch relativ nahe aneinander. Das heißt, hier ist dann noch ein zweiter Anlaufpunkt an dieser Stelle und das kann man gut und gerne dann auch nutzen um den Markt an bestimmten Stellen äh, so zu positionieren oder sich selbst am Markt so zu positionieren, dass man auch gewisse Gewinnmitnahmen plant. Und schön ist es halt zu sehen, wenn wir hier so eng aneinander liegende Levels haben. Dann führt das oft zu, ja, sag mal mal, guten Bewegungsschüben, wenn hier an dieser Stelle tatsächlich Kauforders liegen. Das kann dann schön Druck in den Markt bringen und der Markt kann sich nach oben entladen. Dazu muss es aber wirklich erstmal hier oben drüber gehen und bis dahin ist noch ein ganzes Stückchen Zeit. Aber der Markt gibt uns hier an dieser Stelle definitiv die Chance, diesen Trade nach oben auch zu machen. Hier im euro kandala zumindest die Setups an diesen Stellen auch zu planen. Schauen wir jetzt noch auf die dritte Idee hier an dieser Stelle, hier im WTI. WTI haben wir heute mal ausnahmsweise wieder mit einem Wochenchart auf dem Programm. Warum? Einfach, weil ich das große Bild mal ein bisschen mit hineinbringen möchte. Ich suche es mal kurz etwas zusammen. Also, was wir gehabt haben in der Vergangenheit war ja, wenn wir uns das Ganze mal in der Woche anschauen, halt einen Markt, der hier auch schön. Auf der Woche schön nach oben getrennt ist. Wir sehen hier schön den Trendverlauf. Wir sehen schön die ansteigenden Korrektur-Tiefs, wir sehen schön die ansteigenden Trendhochs. Alles wunderbar. Dann kam dieser brutale Abverkauf hier auch mit einem kleinen Abwärtstrend auf der Woche. Danach ging es nach oben ziemlich stark und jetzt läuft der Markt wieder runter in Richtung Alter Tiefs. Und was wir jetzt hier in der Woche halt sehen, sind verschiedene Marker, wo wir das Potenzial zur Unterseite durchaus auch im Markt liegen haben. Das heißt, da gibt es Marken, die müssen wir mittelfristig definitiv auch mit auf der Uhr haben, um einfach im Falle eines Abwärtsschubs auch gesunde Zielbereiche zu suchen. Das heißt, da hätten wir jetzt mal mit dem Blick hier in dieses große Bild hinein immer wieder den Markt ja an alten Stellen hier drüben gesehen. Das heißt, diese Marke hier unten mit Preisschild versehen, das ist so ungefähr der Bereich. Naja, was haben wir hier im Low gehabt? 43. Im Low waren es 42,08. Also hier die Marke, da unten rein. Das ist ein wichtiger Bereich. Hier hat er auch gehalten. Und das ist ein weit gefasster Bereich nach unten. Und wir stehen jetzt halt wieder mit Abwärtsdruck da. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann sich das Ganze denn nach unten entladen? Und wenn wir das jetzt mal auf der Woche anschauen, dann haben wir jetzt halt einiges, wo wir wirklich den Schub nach unten sehen. Wir sehen hier oben, können wir schön eine Abwärtstrendlinie auch drüber ziehen. Hier, wo wir sehen, es fallen einfach die Kurse von oben nach unten immer weiter ab. Wir hatten in dieser Woche auch schon mal den Versuch nach oben zu laufen. Gerade als wir am Dienstag die API-Zahlen bekommen haben, ist der Markt ja nach oben gegangen. Aber das hat alles nichts geholfen, der Markt kriegt Druck und wie schon gesagt, gestern massiv ja der Druck im Tagestief waren es glaube ich 7%, was der Markt hier gestern abgegeben hat, also das ist schon megamäßig, sowas habe ich in meiner ganzen Zeit, wo ich die Märkte hier so betrachte, noch nicht gesehen, so einen starken Abschlag an einem einzelnen Tag im Öl, aber es ist halt wie es ist, der Markt hat es gemacht, wichtig ist wie es weitergehen kann und das ist jetzt die Frage. Dreht der Markt weiter nach unten, ist es wichtig, was passiert hier unten am Wochentief. Wird das nämlich unterschritten, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir zunächst erstmal hier unten diesen Bereich um die 51 anlaufen und wird der dann gebrochen, dann dann wird das Szenario gespiegelt, dass wir tatsächlich hier unten reinlaufen in diese alte große Unterstützung, die wir hier unten haben. Also dann sollten wir uns planungstechnisch schon mal mit dem Szenario auseinandersetzen, dass wir unten in diesen Supportbereich mit reinlaufen, das zur Unterseite. Also was dann hier passiert, ist dann halt tatsächlich, dass wir hier. Diesen Schub nach unten mal sehen. Hier diesen kleinen Zacker lasse ich jetzt mal einfach raus, sondern ich konzentriere mich mal aufs große Bild und da hätten wir dann tatsächlich der Abprall hier oben von der 6083 und wenn wir das tatsächlich nach unten geschoben bekommen und diesen Support-Bereich hier rausnehmen, dann hätten wir halt einen nach unten laufenden Trend wieder in der Woche und das hat für den Tag schon gewisse Relevanzen. Raus geht dieser Druck erst dann, wenn wir tatsächlich hier oben übers Wochenhoch drüber laufen. Das haben wir aktuell bei 58,69 liegen und der nächste Anlaufpunkt nach oben wären dann die 60,83. Das ist aber alles aktuell überhaupt nicht abzusehen. Die Lage sieht momentan sehr, sehr bärisch aus und das ist halt auch das, was wir hier jetzt sehen. Schaut es euch an. Wir haben hier jetzt im Grunde genommen die in den Markt wieder runterlaufen. Der erste Schub, den wir auf Wochenbasis gesehen haben, haben wir hier schön einen Abwärtstrend am Laufen. Dann hatten wir hier die leicht trendige Gegenbewegung und jetzt haben wir mittlerweile hier wieder einen Abwärtstrend nach unten hin sozusagen. Also dieser Abwärtstrend läuft in Richtung dieser initialen Abwärtsbewegung und das ist halt jetzt maßgeblich die Richtung, die vorbestimmt wird. Kurzfristig kann es natürlich immer wieder mal Schläge nach oben geben. Die Grundsituation ist aber momentan eher bärisch als bullisch zu sehen und das ist dann meistens auch der Weg des leichteren Widerstands, wenn wir uns das mal anschauen, wie leicht es nach unten geht hier an dieser Stelle, das ist schon was ordentliches, was hier zu sehen ist. Das also hier, der Blick in das WTI und damit gehe ich gleich mal noch rüber zum Wunschmarkt und zwar wurde hier gewünscht, das Währungspaar US-Dollar Schweizer Franken nach dem gestrigen Tag. Also man kann schon sagen, der gestrige Tag hat Ordentlich Bewegung rund um die Märkte ähm, gebracht. Schauen wir mal rein. Hier Währungspaar, US-Dollar, Schweizer Franken. Da ist er. Haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal auf der Uhr wirklich gehabt. Und hier blicken wir jetzt das Ganze natürlich mal im Tageschart auch an. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Was haben wir hier momentan im US-Dollar-Schweizer-Franken? Also grundsätzlich machen wir hier mal eine Chartanalyse rein. Also was wir hier grundsätzlich sehen, ist natürlich ein Markt, der hier nach unten läuft. Hat hier oben ein bisschen hässlich angefangen mit diesen ganzen Spikereien, aber danach hat sich der Markt halt schön nach unten entsprechend auch durchgesetzt und wir können hier den laufenden Abwärtstrend. Auch sehen, ich ziehe den einfach mal ganz kurz durch bis unten hier. Das heißt, wir suchen uns einfach an dieser Stelle immer wieder die Marken, wo wir relevante Tiefpunkte und relevante Hochpunkte sehen. Da sehen wir schön den Trend. Den brauchen wir übrigens auch. Hier diese ganzen Verläufe, wenn der Markt tatsächlich auch mal wieder rumdreht, weil hier die Korrektur hoch, das sind natürlich immer wieder Marker, wo wir dann nach oben hin ranlaufen und das Ganze hier zur Unterseite traden können. So, momentan, so jetzt weg hier. Heißt das also an dieser Stelle. Abwärtstrend ist weiterhin übergeordnet intakt. Das muss man an dieser Stelle einfach konstatieren. Ja, Auch wenn wir hier in der, in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen nach oben gelaufen sind, hier drüben gerade in diesem Bereich, haben wir untergeordnet den Schwung nach oben gehabt. Also heute will mich der Meta-Trader hier aber echt ärgern mit den Zeichnereien. Das ist aber wahrscheinlich die Funkmaus, die ich benutze. Also jetzt haben wir es. Das ist der Abwärtstrend. Was wir hier sehen, ist momentan die korrektive Phase. Aber rein aus technischer Natur könnte es natürlich auch ohne Probleme gehen, dass wir hier einen Aufwärtstrend bekommen. Aber Thema Aufwärtstrend. Hier oben an dieser Stelle haben wir mit Sicherheit ein bestätigtes Widerstandslevel drinnen liegen. Das heißt, der Widerstand ist da und der Widerstand leistet ganze Arbeit. Hier ging die Zwischenkorrektur rein, Abverkauf. Hier sind wir mehrmals reingelaufen. Abverkauf. Was wir hier gestern an dieser Stelle gesehen haben, ist hier, wir sehen es da, eine massive Abverkaufskerze. Das heißt, was sagt uns der Markt hier momentan? Der Markt sagt uns hier definitiv, der will nicht hoch. Er verkauft immer wieder hier oben in diesem Bereich ab. Das heißt, wenn wir jetzt hier nach Handelsideen suchen, sind wir zumindest nach dem, was der Markt uns hier anzeigt, auf der guten Seite unterwegs, wenn wir mit dem Flow gehen. Go with the Flow, das hatten wir ja vor kurzem. Und der geht halt gerade nach unten. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier an dieser Stelle, diesen Schub nach oben bis hierhin. Und dann haben wir hier unten diesen leichten Boden gehabt. Und der ist ja jetzt komplett rausgenommen worden. Das heißt, wir haben diesen Aufwärtstrend, den wir hier schön in der Stunde auch gesehen haben, nach unten hin rausgenommen. Das sehen wir hier sehr, sehr schön, wenn wir uns das Ganze mal angucken. Klein zusammengezoomt, da sehen wir den Aufwärtstrend, den ich meine. Also hier sind wir schön. Nach oben gelaufen, weit rein und dann ist das Ganze jetzt unten rausgenommen worden. Das heißt hier unten die Unterstützung, die wir hier unten drinnen liegen hatten, am Trendtief, die ist weg, die ist nicht mehr valide. Da ist der Markt jetzt drunter gelaufen und so wie das ganze Bild hier jetzt ausschaut, werden wir uns weiter nach unten entwickeln. Wir sehen es ja, der Markt hat hier oben angefangen zu trenden. Nach unten hin, die Stunde ist schon wieder abwärts gerichtet. Die Stunde hat den alten Aufwärtstrend rausgenommen. Und jetzt scheinen wir weiter runter zu laufen. Das heißt, hier in diesem Sinne, wenn wir hier unten die Trendfortsetzung bekommen an dieser Stelle, dann haben wir die Chancen, weiter runterzulaufen. Und Anlaufpunkte auf der Unterseite. Die bekommen wir immer wieder gut und gerne hier an den alten korrektur leveln hier unten in diesen Bereichen. Da liegt halt auch einiges äh, miteinander zusammen, was wir hier unten nutzen können. Wir sehen es. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit bis hier unten rein ins alte Tief. Also wir haben jetzt tatsächlich gute Chancen hier in diesem Verlauf, den wir hier von oben nach unten haben, nach unten rein zu laufen. Ich zoome das mal kurz ein bisschen größer. Heißt also, was wir hier an dieser Stelle machen können, ist. Ich färbe das mal kurz magenta ein, dass ich hier mal die Trends, die Zusammenflüsse dieser Trends auch aufzeigen kann. Heute haben wir ja ein bisschen Zeit, da können wir das Ganze gleich mal miteinander verknüpfen. Heißt also hier, das ist mal das, was momentan die Richtung vorgibt, wenn wir uns auf die Stunde beziehen, hier unten rein. Das ist der Abwärtstrend der Stunde und den nehmen wir uns jetzt gleich einfach mal zur Hand und dann werden wir sehen, was wir in den kleineren Zeiteinheiten sehen. Da sehen wir nämlich schön, die Korrekturen und Bewegungen, das Ganze. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise mal reinklicken in die 15 Minuten, schaut es euch an, hervorragend. Be Korrektur, hier schön der Schwung in die Bewegung rein, hier die korrektive Phase wieder nach unten. Hier hat sich der kleine Abwärtstrend gebildet, läuft also wieder runter und hier unten kommt dann tatsächlich die Fortsetzung. Und wenn wir das dann haben, dann an dieser Stelle haben wir wirklich gute Chancen, die Stunde weiter nach unten zu traden. Ja, und das Potenzial in der Stunde haben wir ja auch gesehen. Und wir haben jetzt eine kleine Zeiteinheit, eine untergeordnete Zeiteinheit zum Tag und den Tag, die beide nach unten gehen. In die große, übergeordnete Hauptrichtung laufen. Und das ist ja interessant und das gibt sehr, sehr viel Potenzial mit Blick in diesen Chart. Und das gibt uns halt den Weg frei zu sagen, wir können hier gut und gerne nach unten traden. Interessant wird sein, was dann hier unten passiert an dieser Marke bei 098 035. Das heißt, das Low hier unten, wenn das dann auch noch runterbricht, dann zeigt uns der Markt ganz klar: Nächste halt hier unten das aktuelle Trendtief an dieser Stelle. Ich hoffe, das passt. Also hier an dieser Stelle gerne hier im US-Dollar, Schweizer Franken. Machen wir weiter. Gold auf US-Dollar, bitte, danke, gerne. Gold machen wir. Haben wir hier übrigens nur im US-Dollar auch drinnen liegen. Ist aber auch wirklich hervorragend zu traden. Das ist ja das Schöne, ähm, was wir hier bei Tickmill auch machen können. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Konditionen, äh, geringe Spreads, extrem hohe Liquidität und halt auch die Chance, passend zum Portfolio auch die Gestaltung der Positionen. Positionsgrößen zu machen. Man kann hier halt einfach mal eine Unze Gold kaufen. Punkt. Fertig. Das ist also wirklich problemlos. Machbar im Öl kann man einfach mal ein Fässchen Öl sich kaufen und nicht wie im Future 500 oder 1000. Das ist schon sehr, sehr spannend und gut zu sehen, was wir hier alles mitmachen können. Schauen wir uns Gold mal an. Gold ist ja gestern wieder sehr gefragt gewesen. Also hier gestern wurde es wirklich sehr, sehr volatil an den Aktienmärkten. Ähm, dann haben wir hier natürlich gleich die Gegenreaktion der letzten Abwärtstage gesehen. Mit einem Schub ging es nach oben. Aber aus charttechnischer Sicht heißt das jetzt nicht, dass wir in den Himmel steigen, sondern wenn wir uns das Ganze mal kurz, ich gehe mal ins große Bild rein, ähm, in der Woche anschauen, dann haben wir hier oben momentan irgendwo so ein bisschen einen Deckel drauf. Ein Blick etwas näher reingezoomt, der zeigt uns das. Also schaut mal, ich hatte das Ganze schon mal anmarkiert hier oben. Wir haben, ich sag mal mal, oben um die, naja. 1439 wollte der Markt wirklich nicht drüber. Wir sehen, unter dieser Schwelle fällt der Markt immer wieder drunter. Und das ist halt eine Geschichte, wo man sagen muss. Da will er nicht tropfen. Heißt, wenn wir uns hier mal ausrichten, wir haben momentan irgendwo so ein bisschen so eine Hickhack-Phase, so eine Seitwärtsphase, aber der Markt ist natürlich definitiv aufwärts gerichtet. Das heißt, wenn die Unsicherheiten auch da bleiben, haben wir natürlich gute Chancen, dass der Markt weiter mit nach oben läuft. Dieses Hin und Her ist natürlich sehr, sehr interessant für kurzfristige Trader, weil gerade beispielsweise mit Blick hier auf diese ausladende Woche, ne, wir haben hier oben in Wochenhoch hoch, um die Marke von ähm, 1452 und das Low liegen bei genau 1400. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen und hier oben und unten dann direkt mal was drauflegen, dann haben wir hier eine schöne breite Range, die wir gut und gerne in den kleineren Zeiteinheiten auch zum Traden benutzen können. Das heißt hier oben und unten eine schöne Range in der Woche und das macht es natürlich immer wieder interessant, wenn wir uns das Ganze im Tag mal anschauen. Ähm, das ist etwas, was macht beispielsweise ähm, auch der Dirk Hilger ganz gerne mal, einfach zu sagen, okay, wo sind wir denn unten fair oder fair bewertet ähm, und da suchen wir uns raus und gerne immer wieder an den unfair bewerteten Stellen also dann wenn es oben ähm, zu teuer oder zu billig ist den Markt suchen und dann dahin zu traden wo er in der Mitte hinläuft. Das macht der Markt ja innerhalb von Ranges sehr, sehr gerne. Er läuft von oben nach unten und von unten nach oben. Und das macht sich natürlich für das kurzfristige Trading immer wieder interessant, wenn man die Chance hat, unten an der Range-Begrenzung einzusteigen und dann einfach ein Stück nach oben zu traden. Und wenn wir oben anstoßen, dann nach oben oder von oben das Ganze nach unten mit reinzunehmen. Und das, was wir heute beispielsweise sehen, ist nach so einem Tag wie gestern etwas relativ Normales. Das heißt, wir sehen, wie hier auch, starke Anstiege, dann gibt es erstmal eine Gegenbewegung. Hier sehen wir heute auch, am, am Tageshoch von gestern, da sind wir ganz kurz drüber gelaufen und sofort kam Schwäche rein. Das ist so das Thema der Abreißstrategien. Ja? Das heißt, wenn wir uns den Chart mal anschauen, im großen Bild, weiter aufwärts gerichtet. Auch im etwas kleineren Bild, also hier auf Tagesbasis, weiter aufwärts gerichtet. Ich nehme mal ganz kurz hier diese beiden Zeichenelemente raus. Das Dreieck, was ich hier in den Chart mit eingezeichnet habe. Und dann zeichnen wir das mal kurz weiter. Das heißt hier oben hinauf. Das ist ja jetzt der laufende Aufwärtstrend. Das mache ich gleich mal noch grün, damit das Ganze in den Kontext mit hineinpasst. Hier an dieser Stelle heißt also, Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Rein trendtechnisch, das was wir jetzt hier sehen, ist nur eine Korrektur, ja. Das heißt, wir sind weiterhin in einem aufwärtsgerichteten Markt und im Sinne der Korrekturfortsetzung, beziehungsweise entschuldigt im Sinne der Trendfortsetzung, haben wir jetzt natürlich Chancen, hier an dieser Stelle oben drüber raufzulaufen und dann den Markt weiter nach oben hin zu traden. Wir sehen es ja hier. Wir haben mit Blick in den Chart schon ein paar Widerstände wieder oben drinnen liegen. Ich muss nochmal kurz raussuchen, wo sie herkommen. Kurzen Augenblick, da müssen wir in die Woche schauen. Das sehe ich hier im Tageschart gar nicht. Aha, hier haben wir es liegen. Das Level, was wir hier haben. Kurzen Augenblick, mal größer machen. Also, hier drüben hat man mal einen kurzen Hochlauf, einen kleinen Widerstand hier oben drüber. Hier oben war das Unterstützung, als wir die Marke von äh, 1474, knapp 75 hatten. Und dann haben wir hier oben den Bereich, wo wir hier oben runtergekommen sind, also stark den Schub nach unten genommen haben. Hier die Marke von 1530 US-Dollar, die hatte hier oben erst als Support gegolten. Jetzt ist es natürlich ein Widerstand. Also wir haben tatsächlich nach oben hin auch Potenziale mit Blick hier raus. Und das könnte natürlich jetzt dazu führen, dass wenn wir in den Tag reinschauen und der Markt hier oben tatsächlich das alte hoch rausnimmt dass wir dann schön dynamik auch in die oberen widerstände bekommen also hier das gold weiter definitiv bullisch so machen wir weiter heute noch ein paar fragen ähm, schauen wir mal rein australdollar japanischer yen und australdollar kandollar so moment mal also Australdollar-Japanischer Yen, den gucken wir uns gleich auch mal an. Hier wie immer natürlich im Tageschart mit drinnen. Ähm, alles was Yen-lastig ist, also wo der Yen an hinterer Stelle steht, läuft momentan sehr sehr schön nach unten. Da hatten wir auch schon in der Trading-Idee reingesprochen. Ich sehe gerade den kan dollar hatten wir schon, sehe ich gerade. Aber wir machen jetzt den Australdollar-Yen. Ähm, heißt an dieser Stelle. Hier das Währungspaar. Sorry, wie der Chart hier drüben aussieht. Ich hoffe, wir können uns trotzdem fokussieren oder ich mache es mal anders. Ich nehme mal den Austral-Dollar-Japanischen Yen einfach in ein sauberes Chartfenster rein. So, da haben wir es drinnen. Da sehen wir keine alten Markierungen. Austral-Dollar-Yen ist natürlich sehr, sehr interessant momentan zu sehen. Von der Historie her, wie viele oder wie eigentlich alle Yen-basierten Charts hatten wir hier zum Jahresanfang. Hier, wir sehen es, einen massiven Spike nach unten. Also Jahresende, Jahresanfang hier. Das war dieser massive Spike. Das hier war der Handelstag, der dritte, erste. Das war der Spike nach unten. Dann haben wir schön. Die Bewegung, die Gegenbewegung nach oben laufen sehen und seitdem hoch hier oben trennten die Märkte wieder schön nach unten. Jetzt aktuell, ja, ich persönlich würde hier jetzt nicht mehr zwangsweise Short einsteigen wollen, sondern ich würde erstmal warten wollen, dass der Markt hier eine kleine Gegenbewegung bringt, dass wir hier eine Korrektur bekommen und das Ganze dann weiter nach unten laufen haben. Doch mit Blick in das große Chartbild hier an dieser Stelle gehen wir rein mit dem Fokus auf der Unterseite hier unten drinnen. Also, das ist das jahrestief gewesen hier drüben ich klemm da gleich mal noch das preisschildchen dran wir haben es hier unten gehabt das low im jahr war gewesen bei jetzt so da haben bei 70502 so also das ist das tief hier unten an dieser stelle und wir haben natürlich die Chancen im Sinne dieses laufenden Abwärtstrends, das ganze Ding hier unten mit rauszunehmen. Wenn wir uns jetzt mal die letzte, sag ich mal, Korrektur hier oben anschauen und dort mal äh, das Potenzial mit ausmessen, hier das unten rannehmen, ähm, dann hat diese Bewegung hier durchaus noch Luft nach unten. Nur die Dynamik ist halt sehr, sehr hoch. Das heißt, mit Blick auf den großen Chart, wir sind abwärts gerichtet, der Markt läuft nach unten. Wir haben gute Chancen, die Unterseite anzugehen. Wie es jetzt ausschaut. Wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir sind weit reingelaufen, Überdehnung ist da, da wird irgendwann eine Korrektur fällig werden. Zumindest ist das im Normalfall so. Heißt also, wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, wo wären denn erste Widerstandsbereich? Und dann haben wir natürlich erst einmal hier dieses Ausbruchslevel unten liegen. Das können wir natürlich als ersten Widerstand auch definieren. Hier an dieser Stelle also das Ganze mit reinzunehmen. Hier nach unten laufen, also nach oben laufend. Darüber hinaus haben wir dann noch einen weiteren Widerstandsbereich, wenn wir eine extrem tiefe Korrektur bekommen sollten, rein aus charttechnischer Natur. Hier oben rein, da oben hin. So, das haben wir hier oben liegen. Also auch diese Marken sind da. Das heißt, wenn wir jetzt die Gegenbewegung bekommen, haben wir schon mal zwei Anlaufbereiche, die wir mit im Kopf haben können. Erstmal hier der Widerstandsbereich, ganz oben. Der ist natürlich da, der ist schön zu sehen. Und der ist halt nicht auch nur an einem Tag entstanden, sondern er ist sehr, sehr oft getestet worden. Das heißt, der hat schon eine relativ hohe Relevanz. Und das Zweite, was wir hier natürlich sehen, ist irgendwo dieser Widerstandsbereich hier, als der Trend sich fortgesetzt hatte. Das heißt, wenn wir das mal einfach ins große Bild reinschieben hier, das war hier die Korrektur nach oben hin. Und danach kam die starke Abwärtsbewegung, die uns den Markt hier als Fortsetzung zum Abwärtstrend reingebracht hat. Und das Ganze haben wir hier auf der Unterseite. Das heißt, setzt eine Gegenbewegung ein, haben wir Chancen, den Widerstand zu testen. Potenzial nach unten ist weiterhin da. Und das Ganze sehen wir natürlich schön auch im Trendverlauf hier in der Stunde, wie sich das Ganze nach unten entwickelt hat. Hier schön. Das ist trendig nach unten gelaufen. Das haben wir immer wieder. Und hier sehen wir halt auch diese massive Überdehnung. Und das sind halt immer Situationen, wo eine Gegenbewegung oder zumindest ein leichtes Pausieren immer mal wieder Chancen haben, ähm, den Markt aufzuhalten, den Markt erholen zu lassen. Und wie schon gesagt, wenn die Gegenbewegung tatsächlich kommt, erster Anlaufpunkt, das Ausbruchslevel hier um die Marke von 74. Das dazu. Ähm. Um was wollte ich sagen? Hier, genau, Ralf, wir hatten den k schon. Austral-Dollar, -Dollar hatten wir schon. Einfach, wenn es nicht gesehen wurde, im Video nachher nochmal ein bisschen zurückspielen, das Ganze. Ich sehe gerade, bekomme eine Meldung, das Video scheint zu hängen. Sehe ich jetzt hier nicht. Wenn das Video wirklich hängt, ähm, dann hoffe ich mal, dass das trotzdem mit der Gesamtaufzeichnung weiter flüssig sein wird. Gut, weitere Fragen habe ich jetzt an dieser Stelle nicht zu den klassischen Handelsideen beziehungsweise zu den Währungstrades. Das heißt, wir... Machen jetzt an dieser Stelle mal weiter kurz noch mit den Nachrichten für die kommende Handelswoche, in der ich persönlich nicht hier sein werde. Mein äh, Kollege der Jens Klatt äh, ist dann ab nächste Woche hier jeden Tag Montag bis Freitag da. Ich habe drei Wochen Sommerurlaub im August. Und äh, in der Zeit wird der Jens mich hier vertreten. Das Ganze natürlich wie immer um 8.30 Uhr mit Live-Handelsideen. Aber die Termine, die schauen wir uns natürlich auch an. Also hier an dieser Stelle die nächste Woche. Was haben wir denn vorher oder nächste Woche mit auf der Uhr? Die wichtigsten Termine. Wir bekommen am Montag Daten aus Großbritannien, wichtigerweise hier zum Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Und Einkaufsmanager-Index bekommen wir auch aus den USA, nämlich in Form vom ISM-Einkaufsmanager-Index. Am Dienstag bekommen wir dann aus den USA Informationen zum Thema Arbeit, nämlich die jobs stellenangebote Mittwoch, wie immer, die Rohöl-Lagerbestände. Und am Freitag. Gibt es aus Japan das Bruttoinlandsprodukt? Wichtige Stellgröße. Aus Großbritannien bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt und äh, die. Produktion des verarbeitenden Gewerbes und aus den USA bekommen wir dann nächste Woche Freitag den Erzeugerpreisindex geliefert. Das also die Daten für die kommende Woche und das war die Wochenvorausplanung. Wir machen jetzt noch mal kurz einen Blick zurück in die aktuelle Handelswoche, nämlich das, was aus den Terminen rausgekommen ist und das schaut teilweise durchaus relativ ordentlich aus, gerade auch mit Blick auf die USA und das ist auch der Punkt. Punkt. Warum die FED so vorsichtig agiert und auch gestern gesagt hat, nein, am Mittwoch gesagt haben, weitere Zinssenkungen in diesem Jahr sind mit Sicherheit noch keine ausgemachte Sache. Ja, das muss man einfach sehen. Die Wirtschaft ist einfach noch nicht so schwach, dass man Zinssenkungen schon mal jetzt garantieren muss. Heißt also, wir sind in einer Situation, wo die Zentralbank sehr, sag ich mal, feinfühlig vorgehen muss, damit sie nicht die falschen Signale sendet. Der Markt hat natürlich deutlich mehr erwartet, deswegen hat er auch so stark abverkauft. Aber die Fed will halt ihr Pulver nicht verschießen. Deshalb hat sie auch gesagt, Zinssenkungen in diesem Jahr sind möglich. Viele Marktteilnehmer erwarten eine zweite in diesem Jahr. Die Fed hat auch gesagt, Zinssenkungen in diesem Jahr sind nicht ausgemachte Sache. Aber sie hat auch die Tür offen gehalten, zu sagen, wenn wir es brauchen, werden wir auch bis ins nächste Jahr hinein. Die Zinsen senken. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Wirtschaft entwickelt, und da haben wir diese Woche halt relativ gute Daten teilweise auch gesehen. Also, wenn wir uns mal das Verbrauchervertrauen anschauen, das ist ja ganz gut in den USA. Wir hatten hier die Prognose bei 125, aktuell waren es 135,7. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Die schwebenden Hausverkäufe haben auch wieder deutlich angezogen. Also, das an dieser Stelle sehr, sehr positiv zu sehen. Machen wir weiter äh, hier an dieser Stelle. Die Arbeitsmarktdaten, die wir am Mittwoch bekommen haben in den USA, die waren auch sehr positiv. Rohöllagerbestand war auch wieder deutlich rückläufig. Also das hier sehr, sehr positive Sachen. Blicken wir mal weg. Aus den USA, auch da gab es positive Dinge zu vermelden. Beispielsweise hier bei uns in Deutschland das Thema der Arbeitslosigkeit. Das ganze deutlich besser ausgefallen als erwartet. Hier die Änderung der Arbeitslosigkeit ist vorher mit einem Anstieg gerechnet worden und der war nur halb so hoch. Ja, also das ist erst einmal zumindest ein positives Zeichen für den einen oder anderen Marktbeobachter. Deswegen ist die Zahl hier auch grün gemacht. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. In den USA auch positive Meldungen zum Thema Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier bei uns in Deutschland ebenfalls etwas über den Erwartungen ähm, gelegen, in Großbritannien ebenfalls drüber gelegen. Also es gibt auf unserer Welt auch immer wieder Lichtblicke und das ist halt dieses Hin und Her, was wir momentan immer wieder ähm, erleben und an den Märkten entsprechend auch mit sehen. Also ähm, muss ich sagen, das ist das, was der Markt uns hier zeigt. Ja, das ist das eine. Das sind die fundamentalen Sachen und wir müssen jetzt halt auch sehen, was die Märkte daraus machen. Also, wir haben die Situation, wir haben gute Werte und wir haben halt auch noch die Fed. Ja, und der Markt gerade in den USA. Gerhard, das ist richtig, was er schreibt, der schreibt, der Gerhard schreibt hier gerade immer, wenn das Verbrauchervertrauen in den USA so einen hohen Wert hatte, ging der Markt stark nach unten. Und das, da gibt es auch eine Erklärung dafür, ja? weil der Markt möchte ja doch ganz gerne sehen, dass die Zinsen weiter senken oder sinken, weil natürlich die Zinsen ein Stellschrauben sind. Zinsen machen halt gewisse ähm, Kredite teurer, das ist ungünstig. Niedrige Kredite sind gut für die Wirtschaft und auch gut für die Aktienmärkte. Heißt also an dieser Stelle, alles, was an wirtschaftlichen Daten kommt und gegen Zinssenkungen spricht, enttäuscht den Markt erstmal. Und das ist häufig ein Grund dafür, dass wir hier an dieser Stelle den Markt nach unten laufen sehen. Es ist ganz normal und das ist halt ein Prozedere, mit dem müssen wir einfach leben, das Ganze. Ist wie es ist, nehmen wir hin. Und damit blicken wir jetzt mal in die Charts hinein. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an. Die großen Indizes, wie wir sie haben. So, fangen wir mal mit unserem Heimatindex, dem DAX, an dieser Stelle an. Ich hatte es bereits erwähnt und es ist so gekommen. Man hat ja nie Garantien an den Märkten, aber wir haben halt gewisse Wahrscheinlichkeiten. Worüber ich hier schon mal gesprochen habe, war im kleinen Bild zumindest äh, so ein bisschen das Thema Schulterkopf, Schulterformation. Ja, das heißt, ich skizziere es mal ganz kurz an. Also hier die Schulter hier oben, der Kopf und hier drüben die zweite Schulter, hier die Neckline. Was haben wir? Einen Abwärtstrend, der sich jetzt gebildet hat. Ja, Im großen Bild, wenn wir uns das große mal anschauen, hatten wir eine schön weit gelaufene Bewegung nach oben. Hier hatten wir untergeordnet schön laufend den Aufwärtstrend dieser Bewegung hier. Der ist jetzt gebrochen worden. Ja, deswegen die schulterkopf -Schulter formation Die hat schon eine gewisse Relevanz. Und wir haben jetzt natürlich das Potenzial, innerhalb dieses Trends nach unten zu laufen. Wir müssen einfach konstatieren, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend da. Ne? Der hat auch Bewegungen und Korrekturen. Alles, was momentan aufwärts läuft, spricht also gegen den aktuellen Trend. Das ist die Korrektur. Und wir haben halt in Korrekturen immer wieder die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dann rumdreht und in Richtung der übergeordneten Trendrichtung läuft. Das ist der Schub nach unten. Das haben wir da und wir haben jetzt sozusagen auch ein wichtiges Level hier schon mal rausgenommen. Das hatte ich hier drüben gesagt. Hier, das war so ein kleiner Schwung nach unten. Hier drüben die Marke von etwas unter 12.000 Zählern. Da sind wir schon mal drunter gelugt. Hier kam dann natürlich auch gleich ein bisschen Kaufinteresse rein. Aber der Markt ist natürlich etwas angeschlagen mittlerweile. Er trendet hier nach unten und kann das große Bild hier natürlich noch ein ganzes Stückchen weiter nach unten korrigieren. Hier mit diesem großen Schub, das ist auch das, was wir in der Woche sehen, haben wir das nächste Low, die nächste größere Unterstützung um die Marke von 11.610ern liegen. Bis dahin kann es ohne weiteres nach unten gehen. Die Frage ist halt nur, Wann kommt es zur Korrektur? Wann fängt eine Korrektur an? Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie nah sie den Markt traden können und wollen. Intraday-Händler können natürlich die Kleinigkeiten immer wieder mit traden. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier auch mal in den kleinsten Bereichen auch anschauen, ähm, dann haben wir hier die Stunde. Schaut es euch das mal an. Das ist die abwärtsgerichtete Stunde. Ne? Schaut hier oben. Schön. Eine schöne Flagge nach unten weggebrochen. Dann haben wir hier den Markt auch ein bisschen zappelig gehabt. Ne? Hier der kleine Spike nach unten. Dann die Korrektur. Aber das ist halt das, was wir gestern gesehen haben. Wir haben hier lediglich die Korrektur in diesem Abwärtstrend gesehen. Ne? Da sch schlägt bei dem einen oder anderen Trader immer gleich das Herz. Jetzt muss es aber wieder hochgehen. Wir sind jetzt hier so tief gefallen. Jetzt muss der Markt wieder steigen und geht dann halt rein. Aber es ist wichtig, dass man halt weiß, wir handeln hier aktuell gegen die übergeordnete Marktrichtung, wenn wir long gehen. Im kleinen Bereich kann das gut, gut sozusagen funktionieren. Aber wenn man sich die Stunde mal anschaut, hat man halt immer wieder Relevanzen, dass der Markt runterläuft. Und der Markt sucht momentan auch immer Indikatoren, um nach unten zu gehen. Und wenn dann eine Nachricht kommt, die schlecht für den Markt ist, der Markt spielt gerade schlechte Nachrichten, dann schiebt es den Markt natürlich massiv nach unten und das, was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ich skizziere das hier an dieser Stelle gleich mal, das ist der laufende Abwärtstrend in der Stunde hier im DAX wir sehen da schön auch die entsprechenden Korrekturlevel drinnen liegen wie schon gesagt hier das war hier unten ein bisschen zappelig ein bisschen hässlich an dieser Stelle wir haben das Korrektur hoch entsprechend hier oben gehabt in diesem Bereich und jetzt sind wir halt weit in die Bewegung unten reingelaufen und dann wir jetzt tatsächlich einen Tag bekommen der nach oben ansteigen möchte und wir schauen ins Kurze rein ja wo müssen wir hin? Hier unten wird es ein bisschen spiky. Das heißt, wir sehen gerade, der Markt kauft von unten immer wieder hoch. Dann gucken wir uns das Ganze einfach mal in den kleineren Zeiteinheiten an und dann sehen wir halt, was hier passiert. Und dann sehen wir auch, über welche Schwellen wir drüber müssen, dass der Markt nach oben will. Und wir sehen halt hier momentan, wenn wir uns das Ganze zum Beispiel in den fünf Minuten mal anschauen, dass wir hier unten, oder also hier in diesem Bereich schon einen Marke haben, der gewisse Drehkraftwirkung hat. Ne? Hier oben war die Marke um die etwas, was haben wir hier oben? Um die 12.000 Punkte Marke, na, das, wir sind viel zu weit weg, sorry, das ist die kleine Zeiteinheit. Wir machen uns hier mal eine Zahl dran, ein Preisschildchen. Da ist natürlich jetzt ein Bereich zu sehen hier, der hat Relevanz. Also hier, die Marke 12.000. 20, 30 Zähler. Es war von oben her Support und von unten her ist es jetzt Widerstand. Und das ist jetzt ein ganz klares Zeichen. Sollte der Markt es tatsächlich schaffen, sich über dieser Marke zu etablieren, dann haben wir hier zumindest mal im Kleinen kurzfristig die Chance, etwas nach oben zu gehen. Und Marker, die wir dann haben hier, die haben wir halt liegen hier um die Marke von knapp 12.070 Zählern, etwas oben drüber, knapp 12.000, etwas unter 12.080 und dann haben wir hier an dieser Stelle hier oben noch die Marke liegen von etwas über 12.100 Zählern. Hier in den kleinsten wohlgemerkt. Ne? Das ist der Punkt, wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, schaut das anders aus. Wie schon gesagt, das ist die Korrektur. Wir haben hier oben das Ausbruchslevel auch liegen um die, um die Marke knapp 12.100 Zählern. Das heißt, alles nach oben ist erstmal Korrektur und das große Bild im DAX ist jetzt halt auf die bärische Seite erst einmal gewechselt und das müssen wir einfach konstatieren und für unsere Trades mit raussuchen. Schauen wir mal rüber in die US-Indizes hinein. Das heißt, wir schauen mal zuerst auf den Dow, und da ist ja genau das Bild auch gekommen, was wir schon mal miteinander besprochen hatten. Das große Bild ist auch hier. Sehr, sehr deutlich bärisch eingefärbt. Ne? Wir sehen es hier drinnen, mit einem Zoom ran sieht man es besser. Hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Wir hatten hier im Webinar ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben hier eine wichtige Linie liegen, nämlich die Marke von ja, hier um die 27.070 Punkte-Marke. Das war ein Widerstand. Wir haben hier oben gesehen, dass der Markt von oben runterkommt. Das heißt, dass wir fallende Hochkurse haben und jetzt prügelt es den Markt halt massiv stark nach unten. Also hier auch ein abwärtsgerichteter Markt. Ich ziehe mal ganz kurz das hier mit nach unten. Also, das Low haben wir hier unten unter ähm, 26.500 Zählern gehabt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wo der Markt mit hinlaufen kann, dann haben wir hier den alten Aufwärtstrend, der uns mithelfen mit kann, hier nach oben zu laufen. Ja, das war der Aufwärtstrend. Mache ich kurz grün. Und dieser Aufwärtstrend, die Korrekturtiefs in diesem Aufwärtstrend, die geben uns natürlich. Immer wieder Anhaltspunkte hier in den Markt reinzugehen, beziehungsweise an welchen Stellen wir durchaus Anlaufpunkte finden können. Und da helfen uns halt immer wieder die Korrektur-Tiefs im Aufwärtstrend, weil das natürlich die Marker sind, wo Absicherungsorders liegen könnten. Und Absicherungsorders im Aufwärtstrend sind ja Verkaufaufträge und da kann der Markt natürlich auch etwas an Dynamik bekommen. Also hier schon wie schon gesagt, schön zu sehen, dass der Trend hier mit Unterschreiten dieser Marke auch rausgenommen wurde. Zuerst kam es zur Bildung eines Gegentrends und hier sind wir dann wie schon gesagt, gestern durch diesen massiven Schub unten drunter gelaufen. Auch hier kann es immer wieder Gegenbewegungen geben, das ist ganz klar. Das heißt, diesen starken Schub nach unten sehen wir natürlich in der kleinen Zeiteinheit auch trenden, ja, das ist hier Kleiner Klick hier rein. Hier sehen wir es. Also hier schön nach unten getrennt der Markt. Schön in die tiefe Korrektur reingelaufen. Und dann hat Trump gesprochen. Bam, ging es hier massiv nach unten. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie die Händler sich verhalten. Chancen ja, für deutliche Gegenbewegung haben wir immer wieder. Immer, immer wieder haben wir die Chancen. Und wenn gute Kommentare beispielsweise kommen, dann befeuert das häufig auch die Korrekturverläufe. Und wenn dann wieder eine schlechte Nachricht kommt, zack. Geht es nach unten. Wenn wir uns jetzt hier diesen Chart mal anschauen, auch in der Stunde, da wird auch offensichtlich, dass dieses Level hier oben, was mal noch eine Unterstützung gewesen ist, dass das jetzt ein Widerstand ist. Und das, sage ich mal, ist, sage ich, ein guter Anlaufpunkt, wenn die Märkte tatsächlich in die korrektive Phase hineingehen, dass wir deutlich hier ranlaufen können. Und hier oben müssen wir dann schauen, finden sich hier weitere Käufer, die noch weiter hochgehen oder aber setzt sich der abwärtstrend einfach nach unten weiter fort. wenn letzteres passiert, wie schon gesagt, dann können wir uns orientieren an dem, was wir hier im chart auch sehen. das heißt, die nächsten korrektur-tiefs an dieser stelle, die finden sich im chart hier an diesen Lows hier unten, heißt also an dieser stelle hier. gehen wir mal ran. das nächste, was wir haben, das ist schon relativ nah hier unten um die marke von wo haben wir es bei 2000. 600 und nein 26.451 äh, Zählern da unten das nächste was kommt wäre dann hier unten das Level um die Marke von ja 25 etwas unter 9 25.900 Zählern hier an dieser Stelle also wir haben ordentlich Potenzial nach unten auch rein und wenn wir uns diesen Chart dann mal noch im noch größeren Bild anschauen nämlich im Bild der Woche, dann können wir hier das ganz, ganz große Bild mit sehen. Das heißt, hier diesen schönen, großen, laufenden Markt nach oben hin. Wir haben schöne Schwunge nach oben gehabt. Zwischendurch mal kurz den Bruch, das Ganze wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben noch weitere Level zur Unterseite hin und das kann durchaus deutlich nach unten gehen. Zwischendrin hatten wir ja hier das Tief unten drinnen, das war im Februar, und dann im Juni hatten wir das Tief gehabt und das Low hatten wir bei 24.600 Zählern. Also, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt halt charttechnisch relevante Marken, die auch einen Verlauf bis hier unten hin durchaus zu. Lassen können. Das müssen wir sehen, was danach natürlich kommt. Schauen wir uns jetzt mal den SP 500 an dieser Stelle an. Hier haben wir ihn da auch im Tageschart hier auch mittlerweile Bruch des Aufwärtstrends, den wir laufen hatten. Das sehen wir sehr, sehr schön am Marker. Ich zeichne einfach mal kurz die letzten zwei Schübe hier an. Die wir hier hatten, damit wir das Korrekturlevel schön sehen können und dann auch sehen können, wo der Bruch rauskam. Im Gegensatz zum DAO haben wir hier noch keinen Abwärtstrend auf Tagesbasis, sondern erstmal nur eine Abwärtsbewegung. Aber wir sehen es: das wichtige Level hier an dieser Stelle hier unten, das hier, wurde rausgenommen und ist jetzt natürlich ein Widerstandsbereich. Das heißt, hier unten diese Marke. Hier, wo wir es drin liegen haben, um die, naja, etwas unter ähm, 2970 Punkten. Da ist der Markt rausgelaufen. Da haben wir jetzt den Widerstand und das müssen wir konstatieren. Mit Blick nach unten hin können wir uns wieder schön. Diesen Aufwärtslauf hier nehmen, hat der Markt natürlich erstmal die nächsten Anlaufpunkte hier im Bereich der 2900-Punkte-Marke und etwas tiefer dann hier unten noch die, die Reichweite um 2864 Zähler. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sehen wir auch in diesem Chart einen relevanten Punkt, bis wohin es sich auch ohne weiteres nach unten entwickeln kann. Das wäre das nächste größere Support-Level, was wir im Markt liegen haben und das haben wir hier unten um die Marke von 2700 ern liegen. Also hier unten drinnen, hier, das ist ein wichtiger Bereich. Da sind wir draufgelaufen nach oben, hier draufgelaufen nach oben. Ohne weiteres könnte es natürlich, wenn es wirklich extrem nach unten läuft, nach unten gehen. Und wir stehen ja jetzt vor den zwei, sage ich mal, häufig schlechtesten Börsenmonaten, die wir im Jahr haben, August und September da ist wirklich alles offen und das gibt den Schwedern natürlich hervorragende Chancen hier auch die Unterseite mit zu bedienen. Schauen wir uns noch den technologielastigen Index an. Das Grundszenario, das Grundprozedere ist hier definitiv auch identisch mit dem, was sie in den anderen beiden US-Indizes gesehen haben. Das heißt hier an dieser Stelle natürlich, wie soll es anders sein? Das letzte Trend tief rausgenommen, das heißt auch dieser Abwärtstrend, den wir hier laufen hatten. Der ist jetzt gebrochen, erst einmal nur mit einer Bewegung, aber es ging unten drunter, der Bruch ist weg. Und wenn wir hier sehen, wenn sich diese Dynamik weiter mit nach unten entwickelt, Anlaufpunkte haben wir hier auch wieder schön an den alten Trendtiefs um die Marke von 7500 und knapp 80 Zählern. Beziehungsweise hier zwischendrin dann das Bild sieht ähnlich aus von der Form her wie im SP 500. Hier unten um die Marke von knapp 7400 Zählern. Und auch hier haben wir einen Bereich, der unten hin relevant hat, bis in den der Markt ohne weiteres laufen kann. Und das ist hier einfach mal hier unten dieser Bereich um die 7000-Punkte-Marke. Das hat Relevanz hier. Dieser Bereich ist oft getestet worden. Von oben her hat er auch gehalten. Das wäre etwas, was man nach unten auf alle Fälle mit erwarten kann. Und mit erwarten sollte, wenn wir uns diesen Chart hier an dieser Stelle mal mit anschauen. Das also zu den großen Indizes, den wir hier haben. Wir schauen mal ganz kurz noch auf weitere Indizes hier, zum Beispiel. Den Mega-Bullen immer wieder gerne genommen. Hier die Chancen, die wir haben, der australische Aktienindex erläuft einfach wie am Schnürchen gezogen nach oben hin. Wenn wir uns den Index beispielsweise mal anschauen, dann haben wir hier natürlich auch einen relevanten Korrekturbereich. Also es kann auch hier deutlich noch nach unten gehen. Die nächste wichtige Unterstützung, die haben wir dann hier unten drinnen liegen, ungefähr um die Marke von 6600 Zählern. Also, das alles, was wir hier sehen, ist. Korrekturverlauf. Der Aufwärtstrend ist hier weiterhin äh, intakt. Der Markt ist weiterhin sehr, sehr, sehr bullisch. Hat allerdings jetzt im Rahmen der Korrektur natürlich auch das Potenzial, noch ein ganzes Stückchen rüber zu laufen. Ne? Wir waren ja hier oben im Hoch bei. 6875 Zählern. Also das ist schon ordentlich was, was noch zur Unterseite kommen kann. Das muss man in diesem Markt auch mit auf der Uhr haben. Das Ganze. Und dann schauen wir uns mal noch den britischen Aktienindex an an dieser Stelle. Da haben wir ja auch immer wieder ähm, das Thema Brexit mit im Hause. Und äh, ja, Johnson bekommt ja mittlerweile doch etwas mehr Arbeit zu tun, äh, weil mittlerweile ja nur noch eine einzige Mehrheitsstimme da ist, äh, die für ihn sind. Also es wird kein eine leichte Geschichte. Was wir hier aktuell im britischen Index haben, ist die Situation. Wir testen gerade wieder ein sehr, sehr wichtiges Level. Das sehen wir hoch. Hier war es ein Ausbruchslevel an dieser Stelle. Hier hat es halt gehalten, der Support. Wenn wir hier definitiv drunter fallen, auch da haben wir Anlaufpunkte zur Unterseite mit drinnen stehen. Das heißt, hier unten dieser Bereich um die Marke von 7300 und knapp 60 Zählern. Wenn das Ganze hier unten wegbricht, wäre mal der. Nächster Anlaufpunkt nach oben. Und wenn wir das Ganze hier an dieser Stelle auch mal noch so ein bisschen ähm, zusammen zoomen, haben wir auch hier gewisse relevante Marker. Das heißt, wenn wir das mal nach oben schieben, so ein kleines bisschen hier drüben, haben wir einen Anlaufbereich, ist zwar ein relativ breites Band, aber hier die Marke hier um die 7000, was haben wir? 100 bis 7200 Zähler. Na, hier oben 200 geht es gar nicht ran, aber hier dieser Bereich ist ein Schwungbereich. Da kann es ohne weiteres auch jetzt mal kurzfristig auch nach unten gehen, wenn richtig Dampf von oben auf die Märkte kommt. Das Ganze hier mit rein. Ähm, Bund, na klar, gucken wir uns den Bund mal an. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben es ja da. Das ist halt auch das Schöne, dass wir diese Dinge hier auch haben. Wir schauen uns mal den Euro-Bund an hier an dieser Stelle. Wir haben ja immer wieder auch schöne Handelsideen in diesen. Setups mit drinnen liegen und hier haben wir wirklich auch einen Markt der richtig richtig brutal nach oben läuft ja. Ähm, eine Sache ist übrigens interessant bevor ich den Bund hier miteinander bespreche. Wir hatten ja vor ein paar Tagen die Bundesschatzbriefe mit auf der Uhr. Und da hatten wir die Situation gesehen, dass es hier zunächst zwischendurch auch mal etwas Schwäche gab aus den kleinen. Und die längerlaufenden sind dann trotzdem massiv nach oben angestiegen. Das ist so etwas, was man dann immer wieder auch sieht. Der schwächelt hier oben momentan ein bisschen. Und die länger laufenden, hier die Bundesschatzbriefe, sind ja sechs bis sieben Jahre. Die kriegen hier momentan massiv Schub nach oben. Die Renditen sinken dort an dieser Stelle auch immer, immer weiter. Das heißt, wenn wir ein schwaches Zinsumfeld haben und weiter sinkende Zinsen in Aussicht stehen, dann läuft dieser Markt natürlich weiter nach oben in diesem Bereich, weil die Renditen sinken. Heißt also an dieser Stelle, der Markt schiebt hier immer weiter nach oben rein aus technischer Natur, wenn wir uns das Ganze mal im langen Bild auch anschauen. Ich glaube, so weit kommen wir jetzt hier gar nicht zurück, aber wir sind auf Allzeithoch. Hier kann man es hoffentlich sehen. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte. Wir sind hier auf Allzeithoch, also wir können uns an nichts orientieren. Das heißt, aus technischer Natur sind wir jetzt natürlich sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Und wenn wir mal sehen, hier sind zwei interessante Geschichten passiert. Zum einen, der Markt hat hier unten an einer interessanten Stelle auch Halt gefunden. Das heißt, hier gab es jetzt mal diesen kurzen Seitwärtsbereich, dann den schönen Schub nach unten und dann die tiefe Korrektur. Und hier unten in diesem Bereich um die knapp 170, 169, 90 bis 170 hat der Markt tatsächlich wieder rumgedreht. Das ist das eine. Das das ist also sehr, sehr schön zu sehen. Und das andere, was wir hier allerdings haben, ist die Situation, schaut euch das mal an, wenn wir uns mal den Measured Move hier nehmen, dann sind wir halt auch schon sehr, sehr weit da reingelaufen. Das heißt, diese Bewegung ist auch wirklich schon äußerst weit gestiegen ja, hier oben sind, da haben wir aktuell wirklich den Zielbereich und hier wäre es jetzt interessant, wenn man das Ganze traden möchte, hier an dieser Stelle, zu sehen, was macht der Markt denn hier oben und sobald hier nämlich Schwäche reinkommt, wäre das ein Indiz, dass der Markt runter will. Wir haben das gleiche hier auch hier drüben gesehen, ja, das haben wir in der Vergangenheit auch in diesem Markt schon öfter gesehen. Da kommt die Umkehr und dann geht es erstmal ein Stück weit runter. Das können natürlich die intensiven Trader gerne nutzen, diese Umkehr und diese Umkehr sieht man relativ schnell, wenn man in die Untergeordneten Zeiteinheiten schaut. Ne? Wenn wir uns mal diesen letzten Move hier angucken der letzten Tage, da haben wir auch wieder einen kleinen Trend, der in die Richtung reingelaufen ist. Und sobald wir für den kurzfristigen Bereich hier oben umdrehen, dann haben wir hier die Situation, dass wir beispielsweise in den 15 Minuten den Markt abwärts laufend sehen. Und da ist es natürlich wichtig, Marker zu beachten. Und das wäre hier dieser Bereich hier unten. Das wäre wichtig, wenn wir hier nämlich drunter laufen, ist dieser Trend erstmal weg. Und das ist ein allererstes Indiz dafür, dass der Markt in die Korrekturphase übergehen könnte. Und dann haben wir nämlich Chancen, wenn das Ganze dort oben drüber läuft, also hier, dass wir erstmal nach unten korrigieren. Und hier sehen wir auch schon wieder schöne Anlaufpunkte, schöne Anlaufmarker. Und wenn das Ganze dann nämlich in die Stunde übergeführt wird, dann haben wir die Umkehr da und das wäre dann das Signal, dass wir am Tag eine schwarze Kerze hier in diesem Chart bekommen und ein erstes Indiz für die Umkehr auch auf Tagesbasis haben. Momentan gibt es das noch nicht, wichtig zu wissen, ne? das ist also momentan noch kein Anzeichen dafür. Aber wenn wir es bekommen, dann haben wir die Chancen auch mal kurz zumindest für ein bisschen Gegenbewegung, um den Markt dann nach oben zu schieben. Aus rein zinstechnischer Sicht gibt es übrigens momentan, äh, muss ich sagen, keine Anzeichen dafür, warum dieser Markt hier tatsächlich sinken sollte, zumindest nachhaltig sinken sollte. Das heißt, das muss man da immer mit auf der Uhr auch haben. Dirk, hallöchen, grüß dich, Lutz. Das passt also an dieser Stelle auch ganz gut ins Bild. So, damit haben wir die wichtigsten Dinge besprochen. Wir schauen mal kurz, Fragen sind keine da. Ich würde sagen, hier zum Abschluss für heute gehen wir nochmal eben auf unsere Heimatwährung hier. Also wir gucken uns nochmal den Euro an und zwar wie immer gerne im Euro-US-Dollar. Heißt an dieser Stelle Tageschart in der Währung. Und was wir hier sehen, ist echt interessant. Der Druck von unten hat natürlich jetzt erst einmal dazu geführt, dass wir hier das wichtige Level von 1, also von eins ähm, also 11, so rum. Also null 1, 1, 1, 1, 1, Also 1 Euro. 111. Dieses Level wurde rausgenommen. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sehen. Wir haben jetzt hier weiterhin den Abwärtstrend laufen. Wir haben von unten immer mal wieder Käufer bekommen. Aber wir sind übergeordnet weiterhin in einem schwachen Markt. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ähm, hier, wenn wir tatsächlich schauen, wo es hier unten runtergehen kann, das hatte ich ja schon mal gesagt, wenn hier keine Käufer kommen und wir nachhaltig auch eine Abverkaufskurze auf Wochenbasis bekommen, also einen Schlusskurs unter diesem Prozedere, was wir jetzt haben hier, ähm, dann haben wir gute Chancen, uns weiter nach unten zu orientieren. Mittelfristig, nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier unten, dieses kleine Tief um die 108 knapp 4. Das ist das, was wir da auf der Uhr haben müssen ja? und das ist das, was wir spielen. Wie schon gesagt, jetzt aktuell. Gegenbewegung und da wird es sehr, sehr spannend. Was passiert denn hier an dieser Marke? Das mache ich farblich jetzt gleich mal anders, weil wir definitiv jetzt wirklich drunter gelaufen sind und auch saubere Schlusskurse drunter gesehen haben. Das ist jetzt also ein sehr, sehr starker Widerstand ähm, an dieser Stelle und das ist hier die 111. Ist jetzt rausgenommen worden. Das ist jetzt der Widerstand, den gilt es zu überbrücken, damit wir wieder nach oben können. Wenn hier allerdings Schwäche reinkommt, dann haben wir gute Chancen, das Ganze etwas mitzureiten auf die Unterseite. Juh, das passt. Lutz, der Euro-US-Dollar fällt auf Bari nur, um Trump zu ärgern. Der Trump übrigens, das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis, Lutz. Den Trump passt das überhaupt nicht ins Konto, dass wir hier so einen starken Dollar haben. Der will ja den Dollar schwach haben, um seine Wirtschaft zu stützen. Das heißt, der Mann macht einfach alles, um die US-Wirtschaft zu stützen. Ähm, hier könnte ein Währungskrieg drohen möglicherweise. Ich habe keine Ahnung, aber äh, wenn dem Herrn Trump das gegen den Strich geht, dass die Währung zu stark ist, wird er mit Sicherheit Wege finden, hier was draufzubringen. Also das wird wirklich extrem extrem spannend, was wir hier an den Märkten sehen und was da alles noch auf uns wartet. Chancen haben wir hier jeden Tag wieder und das ist doch sehr sehr schön. Gut, das an dieser Stelle. Danke für die Zeit am heutigen Freitag. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ich sag Tschüss. Verabschiede mich in den Urlaub. Wir sehen uns dann am ja, 26. August an dieser Stelle wieder. Das ist der Montag und damit sage ich Tschüss. Viel Spaß mit dem Jens. Genießt das Wochenende, den Sommer und bis in ein paar Wochen. Danke für die Zeit. Tschüss.